Es ist wieder Zeit, das natürliche Pestizid, den Knoblauch, wieder in den Boden zu stecken. Ja, für gewöhnlich macht man das im Herbst oder im Frühjahr. Steckt man einfach die Zehen in den Boden und erhofft sich eine Knolle. Aber dieses Mal möchte ich mal ein kleines Experiment mit den Samen starten. Und ja, in dem Video möchte ich einfach mal erklären, warum ich das jetzt mit den Samen probieren möchte, welche Hintergründe das hat, und dann erzähle ich noch allgemein ein bisschen was zum Anbau von Knoblauch. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute wieder bei diesem sonnigen Wetter eingeschaltet hast. Und wie gesagt, in dem Video möchte ich heute wieder Knoblauch stecken fürs kommende Jahr. Für gewöhnlich macht man das im Herbst oder im Frühjahr. Steckt man einfach die Zehen von einer Knolle rein und bekommt dann im nächsten Jahr wieder eine komplette Knolle. Aber das ist ja ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt einfach nur wieder Knoblauchzehen reinsetze. Letztens ist mal ein Mann zu mir gekommen und der hatte gemeint, er setzt immer die Samen von einem Knoblauch, die dann entstehen oben, nimmt er die und steckt die in den Boden und erhält dann im kommenden Jahr eine ganze Knolle. Und das fand ich halt ein bisschen skurril auch, weil die meisten Gärtner, oder im Internet ist ja auch zu lesen, wenn man so einen Samen setzt, dass man zuerst eine Zehe bekommt vom Knoblauch und dann im kommenden Jahr, wenn man die Zehe dann reinsetzt, bekommt man dann eine ganze Knolle. Und wie gesagt, ich möchte das jetzt einfach nur ausprobieren, testen, ob ich dann im kommenden Jahr eine komplette Knolle von den Samen hier rausbekomme oder nicht. Und ja, einfach probieren, gegenüber studieren und so sein eigenes Wissen erlangen. Und ja, das ist halt so das, was ich jetzt machen möchte. Die setze ich einerseits hier bei mir im Hügelbeet ein paar Stellen und auch unten bei mir im Feld. Natürlich werde ich auch ganz normal die Knoblauch stecken. Kann man jetzt so Ende September, Anfang Oktober kann man das ja mal machen. Fürs kommende Jahr kann man auch Anfang des Frühjahrs machen, je nachdem wie viel man Zeit hat. Und ja, ganz allgemein ist jetzt Knoblauch, warum ich ihn setze, nicht dazu da, dass ich den esse, sondern einerseits natürlich auch für meine Familie. Aber das ist ein wunderbarer Mischkulturpartner, was natürlich ein natürliches Pestizid oder Pflanzenschutzmittel, sage ich mal, aufgrund der Tatsache von den vielen verschiedenen Stoffe, die in dem Knoblauch drin sind, die ja auch für den Geruch verantwortlich sind. Das heilt natürlich auch gewisse Schädlinge oder Pilze weg, die dann eventuell meine Pflanzen befallen könnten. Zum Beispiel ist Knoblauch wunderbar gegen Mehltau. Deswegen setzt man auch gerne Knoblauch bei Erdbeeren mit rein, um da Mehltau zu verhindern. Man steckt ihn auch zum Beispiel unter Pfirsichbäumen, um halt die Kräuselkrankheit zu verhindern oder vorzubeugen. Und das Gleiche geht natürlich auch, warum ich das auch bei Tomaten mache, um Braut- und Krautfäule vorzubeugen, oder auch bei Gurken, um da auch Mehltau vorzubeugen. Und das ist einfach ein Grund für mich, warum ich einfach Knoblauch mitten in die Beete mit reinstecke, um einfach auch einfach eine gute Mischkultur zu haben, ein Gleichgewicht zu schaffen und einfach, dass andere Kulturpflanzen, die ich zu mir nehme, unbeschadet die Saison oder die Gartensaison überstehen. Das gleiche gilt natürlich auch für Zwiebeln, die ich jetzt zu der Zeit, also Wintersteckzwiebeln, stecken werde. Die sind halt auch wunderbar bei Möhren, weil sie zum Beispiel die Möhrenfliege abhalten. Also die mögen zum Beispiel den Geruch von Zwiebeln nicht, und da aufgrund der gleichen Tatsache, wegen den vielen verschiedenen Duftstoffen, sehe ich auch Zwiebeln als natürliches Pflanzenschutzmittel, und deswegen stecke ich die auch jetzt ein bisschen kunterbunt in meine Beete mit rein. Und das werde ich jetzt hier so ein bisschen machen. Ich werde euch jetzt einfach zeigen, wie ich sie stecken werde, wo genau, und mehr kann ich eigentlich dazu auch nicht sagen. Das ist jetzt einfach so ein kleiner Versuch, den ich machen werde. Dann sehen wir einfach im nächsten Jahr, also in der Gartensaison, ob ich wirklich Knollen bekomme oder nicht. Da bin ich doch mal gespannt. Und am Hügelbeet entlang habe ich jetzt meine Knoblauchzehen sowohl als auch die Samen reingesetzt. Oberhalb habe ich ein paar
10 reingesetzt, ganz gewöhnlich einfach. Und etwas weiter unten in den Reihen habe ich dann hier in dem Hügelbild auch ein bisschen um die Kurve rundherum, habe ich dann auch nochmal ein paar Samen mit reingesetzt und auch wieder ein paar 10. Ebenso wie hier auf dem Bild, da habe ich auch nochmal ein paar Knoblauchzehen reingesteckt, sowie Steckzwiebeln auf der anderen Seite. Und auf meiner Weinbergpfirsich habe ich auch nochmal ein paar Knoblauch unten drunter gesetzt, einfach um die Kräuselkrankheit vorzubeugen. Habe ich auch 4 bis 5 Zehen reingesetzt und hier in dem Hügelbeet habe ich jetzt auch rundherum nochmal Wintersteckzwiebeln am Rand gesetzt, einfach ja als kleiner Schutz, sage ich mal, so wie beim Vampir, der Angst vor Knoblauch oder sonstigen stark riechenden Gewächsen hat. Einfach so ein kleiner Schutz. Mal schauen, wie sich so nächstes Jahr auswirken. Sinne. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ist ein ganz kurzes Video. Einfach, ja, wie gesagt, einen kleinen Test, den ich ja verkünden möchte. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Daumen nach unten natürlich auch. Einfach, ja, wenn es dir gefallen hat oder nicht gefallen hat, einfach dementsprechend den Button drücken. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du ja unten in den Kommentaren etwas schreiben würdest und natürlich auch meinen Kanal kostenlos abonnieren würdest und auch auf die Glocke drückst, damit du immer wieder benachrichtigt wirst, wenn ich ein neues Video hier in meiner Permakultur hochlade. Und natürlich freue ich mich auch immer wieder, wenn ja, ihr meinen Kanal auf Social Media bei euren Freunden und Bekannten weitererzählen würdet, damit immer mehr Leute auf dieses Projekt aufmerksam werden. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Und ich wünsche euch einfach ja, wunderbare, entspannte und letzte ja, sonnige Tage jetzt hier so im Herbst, Wintervorbereitungen, Maßnahmen treffen und einfach ja, jetzt schon für die Gartensaison 2020 vorsorgen. Dann wünsche ich euch einfach nochmal schönen, erholsamen Tag und vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.